Und es werde Licht. Und da ist es schon wieder weg. Und da ist es wieder. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange. Diplom. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. Der beste Sohn der Welt. Dieses Diplom belegt, dass Nathan Prescott offiziell der beste Sohn der Welt ist. 6.6. 06.06.06. Die Eltern. Sean Prescott. Da steht der Name seines Papas drauf und er hat es noch nicht zerrissen oder nicht weggeschmissen. I really hope they were all consenting models. That is so Chloe. Ey Arschloch, wir müssen reden. Oder ich erzähle allen, was du getan hast. Und dafür wirst du bezahlen, Wichser. Oh my God. Chloe. Chloe. Und das mit dem Arschloch und mit dem Wichser kann man so stehen lassen? Ich meine, ich werde dann wieder sagen, ja, der Nathan, der tut mir schon leid. Aber für das, was er anderen angetan hat, das Leid. Das kann man nicht so einfach vergessen lassen. Auch wenn er auch ein Opfer ist. Was er später auch in der Sprachnachricht von sich gibt, ob die überhaupt kommen wird, nachdem wir ihn suspendiert haben. Ich denke mal trotzdem ja, weil das ist so ein wichtiger Moment auch für den Nathan. Also klar, in dem Moment wird er nicht mehr da sein, aber um ihn einfach auch besser dastehen zu lassen, damit man sich eher auch sagt, ja, er tut mir leid. Aber bevor ich es vergesse, wir haben doch eine Nachricht bekommen. Eine Nachricht von Joyce. Wegen David, ne? Max, ich weiß es zu schätzen, dass du dich für David eingesetzt hast. Es gefällt Chloe nicht, aber sie muss erwachsen werden. Aber das wird nicht passieren, wenn ihr illegalen Unsinn veranstaltet, wie nachts in Blackwell einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist. Also keine Ausreden. Ich hätte gehofft, du würdest sie auf den richtigen Weg führen, aber sie scheint wieder abzurutschen. David will ihr helfen, aber sie lässt ihn nicht. Du könntest so ein guter Einfluss sein. Außer ihr wollt beide rebellieren. Tut mir leid, Joyce, ich baue auch Mist. Aber ich versuche, ein guter Einfluss auf Chloe zu sein. Ich weiß, Max. Ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. Ja, Chloe noch, 19. Nichts Bahnbrechendes. Also klar, David will ihr helfen. Er ist ja noch zu Hause. MP3. Habe ich es beim letzten Mal gemacht? Whale Songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. Okay, man lässt nicht an, man macht's an. Ich glaube, das hat man beim letzten Mal auch an. Die Lampe, die Chloe zerfetzt hat. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. I don't think one book can guide the Prescotts. Das ist der Nathan. Der Dr. Bill. Wutanfall, ein Leitfaden zur Aggressionsbewältigung für Teenager und Eltern. Fotos. Lass mal hier weitermachen. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. The New Romantics. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. Ja, da ist was dran. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Ach, schön ist es nicht. Name Piepmatz. Oh man, that dickhead stole one of my selfies. Er hatte die Gelegenheit beim Wandbemalen.
Schmetterlingseffekt, eine Auswirkung. Kann es sein, dass die Knöpfe, die Knäufe da, Knauf, Knäufe, da durchnässt sind? Drumherum so ein dunkler Rand, Kreis ist? Rand. DVDs. Das ist auch schön mitten im Regal solche Bilder und dann auch noch beleuchtet. Wie in einer Galerie. In einer schaurigen, dunklen Dunkelkammergalerie. Nathan likes his tortured subjects way too much. These films all have a dark pattern. Holy shit! That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Mr. Jefferson? Benutzeranleitung, wichtige Vorsichtsmaßnahmen. Eine GB 17 9mm Pistole, Bedienungsanleitung. Da festhalten, da drücken, da kommt's raus. Und einen Schlitten gibt's auch noch. Juhu, Schlitten fahren. Der Computer ist es ja nicht, deswegen gucken wir uns den gleich mal an. Let's see what Nathan hides in here. Und natürlich Nathan nicht Passwort gesperrt. Into this party. Bad sign. Ich habe meinen PC auch nicht Passwort gesperrt, aber... Da kann auch nicht jeder reinstolzieren. Gut, hier, das ist zwar abgeschlossen, aber... In so einem Wohnheim... Zumal, wenn du das Zimmer verlässt, musst du immer abschließen. Ansonsten solltest du immer... Zum Beispiel den PC sperren. Wenn ich in so einem Wohnheim wäre, wo ich die Tür bloß ranziehen kann, wo man trotzdem vielleicht noch mit einem Schlüssel schließen muss, um die Tür aufzubekommen. Das kriegst du auch mit einer Plastikkarte hin. Das wäre mir nix. Und dann sind die alle, Max auch und überhaupt. Schnüffel, Schnüffel, Neugier, Neugier. Dann sind die ihre Rechner einfach so frei zugänglich. Was geht an Victoria Chase von Nathan Prescott? Hey, meine Hübsche, sag mir, was du heute Abend zum Vortex anziehst, damit ich genauso stylisch und teuer gekleidet sein kann. Punkt. Ich bin voll scharf drauf und sammle nachher noch fette Partygeschenke ein. Ich habe meinem Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Die Schwester. Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Vortex Club. Oktober 2013. Kate lässt krachen. U-Roll. Na, das war ihm nix, das Ganze auf YouTube hochzuladen. Ich meine, das Spiel hat ja absoluten Hang für Realitätsbezug, oder das ist hier vielleicht eine alternative Realität. Sieht bloß wegen des Grafikstils einfach anders aus. Zumal man den Browser ja auch erkennen kann. Und das ist ja auch etwas YouTube angehaucht. Diese Leiste hier gab es auch mal mit überwiegend das Orangene sind die Daumen hoch und dann das hier unten Daumen runter. Und wenn überwiegend Daumen runter sind, dann ging es halt orange bloß bis hierhin. Das gab es auch mal. Aber so viele... Namen wie es gibt, U-Roll, müsste ich mal gucken, gucke ich jetzt nicht, ob es die wirklich gibt. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Mach dir keine Sorgen, von Sean Prescott an Nathan Prescott. Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich und deine Mutter und ich sind immer für dich da, wenn du reden willst. Lass dir einfach einen Termin geben. Das ist so super. Lass dir einfach einen Termin geben, damit du mit deinen Eltern reden kannst. Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt, aber für den Moment bleiben wir bei den Alten, bei deinen Medikamenten. Während der Entwicklung von Penn Estates brauche ich einen besonnenen und ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Prescott zu sein ist eine Last. Und ich werde dich Schritt für Schritt darauf vorbereiten, wie mein Vater vor mir. Es war schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete, aber eines Tages wirst du mir danken. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es wird Zeit, dass wir dieser verschissenen Stadt einen Einlauf verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermassel es nicht, Sohn, dein Vater. Zeit, dass wir dieser verschissenen Stadt... Ja, vielen Dank auch.
Too bad Nathan isn't more like his sister. Christine. She sounds awesome. And far away. Sorg dich nicht. Von Christine Prescott an Nathan Prescott. Tudo bem. Ja, ich weiß, ich kann das. Tudo bem aus Brasilien, kleiner Bruder. Es ist lange her, dass ich was von dir gehört habe. Also sag mir bitte, was in deinem aufregenden Schulleben in Blackwell vorgeht. Ich gebe bei all meinen Kollegen im Friedenskorps an, dass mein talentierter Bruder, Nate, ein Vollstipendium für eine der besten Kunstschulen der Welt hat. Ich kann zwar nicht immer auf mein Handy oder meine E-Mails zugreifen, aber bitte, bitte, bitte schick mir neue Campusfotos, damit ich indirekt durch dein Objektiv blicken kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Mann, wenn sie doch bloß mehr Einfluss auf ihn hätte. Und ja, Mutter hat mir gesagt, du steckst in Schwierigkeiten und Vater drangsaliert dich. Aber du musst ihn entweder ignorieren oder dich gegen ihn auflehnen. Du weißt, ich liebe Papa, Nate, aber ich bin wegen ihm in einem Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er hat Macht geerbt, nicht Weisheit, und die einzige Art, gegen ihn zu gewinnen, ist dagegen zu halten. Lass dich von ihm nicht für das Vermächtnis der Familie verändern. Ende der Predigt. Du bist in der Schule, ich wollte nur, dass du dich dort zu Hause fühlst. Emoji, oder man kann hier auch wirklich Smiley sagen. Wenn so ein Doppelpunkt und Klammer auf ist, dann ist es ja eigentlich kein Smiley, sondern ein No-Smiley. Aber gut, mache ich es halt wie Chloe. Emojis, aber so richtig schön betonen. Emoji. Ich muss wieder zu den Mangroven. Ich schicke dir gute Gedanken. Schreib mir oder ich muss dir einen Jaguar ins Wohnzimmer schicken. Kuss, Umarmung, Kuss, Umarmung, Kuss, Umarmung. Die Chris. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Generisches Dexamin. Extremer Appetithemmer, online erhältlich ohne Verschreibung. Warum ist das gerade offen? Kann ich mir da gerade irgendeinen Reim bilden? Warum gerade Diätpillen? Weil er die den Wirkstoff mit was anderem mischen will, strecken will vielleicht? Das kann sein. Den Drogenscheiß noch strecken mit Diätpillen. Da war ja was, aber waren es Diätpillen? Geht das überhaupt? Ich weiß nicht. Ich hab's noch nicht probiert. Vielleicht probiere ich es aus. Wow. Kiss ass much, Principal Wells. Ja, aber trotzdem, er ist an sich gut. Zu den jüngsten Ereignissen von Direktor Wells an Nathan Prescott. Nathan, ich möchte mich für die vor kurzem geäußerte Anschuldigung entschuldigen. Ich sehe Maxim. Maxine, nicht Maxim. Hab ich gerade. Oh Gott, ich habe Maxim gesagt. Ist ja noch schlimmer als Maxine? Fragezeichen? Ich frage mal Max bei nächster Gelegenheit. Ihr Name und ihre Zeugnisse sprechen für sich. Manchmal wollen andere Schüler diese ausnutzen, um sich selbst einen Namen in Blackwell zu machen. Ihr Name und ihre Zeugnisse sprechen für sich selbst. Haha. Manchmal wollen andere Schüler dies ausnutzen, um sich selbst einen Namen in Blackwell zu machen. Ich weiß, ihr Vater war aufgebracht, aber ich versichere ihm, dass sie niemals eine Waffe mit in die Schule bringen würden. Ich möchte sie nicht vom Unterricht ablenken und ich bin sicher, diese Angelegenheit wird bis Ende der Woche aus der Welt geschafft. Wenn sie Fragen haben, stehe ich ihnen immer zur Verfügung. Ja, ich kann sehr gut verstehen, wie Max hier gerade gedacht hat und ich würde es mir auch denken, wenn ich das lesen würde, aber... Aber, mit dem Weitblick, gar nicht mal zwingend, weil wir wissen, wie es ausgeht. Aber Wade ist im Flugzeug. Der Direktor war, es ist schon schön in Ordnung. Er hat es halt nicht einfach. Er denkt auch an die Akademie mit dem Geld. Ich habe nicht den Eindruck, dass er sich da auch noch was abgreift. Oder vielleicht bekommt er ja so oder so einen kleinen Bonus von den Prescotts. Ein Foto. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Sieht aus wie so ein Matrose. Wie selbstgefällig der irgendwie guckt. Wobei eigentlich könnte man auch sagen, ich weiß jetzt, wir wissen ja einfach schon mehr über ihn.
Man könnte auch meinen, er guckt einfach nett, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er guckt voll selbstgefällig an die Fresse daneben. Geil. Und er hat das Bild hier neben dem Rechner stehen. Nicht, weil er sich selbst quälen will, weil er einfach jeden Tag sehen will oder daran erinnert werden möchte, wie blöd er seinen Vater da findet. Ich denke mal, so ein kranker Neffenkack ist das. I don't think this prescription has helped, Nathan. Kratzspuren. Hat wohl eine Miezekatze hier gehabt. I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. Photo bling. That monochrome camera is brand new and cost about $6,000. Bastard. Biatch, würde ich sagen. So, eine Runde rum. I can rewind if he shows up, but I can't count on it. Na, er wird gleich wieder auftauchen. Na dann, Kratzsporn. What the hell are all those marks on the floor? Na, warum Kratzer? Nicht, weil da irgendwie jemand wie Chloe einfach sich wehren wollte, sondern weil halt dieser Sofa-Standfuß immer so vorgeschoben wird. Anstatt das Sofa einfach mal etwas mehr anzuheben, naja, ihm wird's egal sein. Teppich neu, dafür gibt's Leute, die das machen, das mache ich eh nicht selbst. Und neuer Teppich kostet mir noch egal, wird er bezahlt. Let's find out what you're hiding. Na, Max macht's ja genauso. Ist ja auch nicht ihr Teppich. Oh yes, little phone. You are mine now. Wie sie es sagt. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back. Also in gewisser Weise bin ich gleich hin und her gerissen. Ich werde es gleich erzählen. Aber für mich ist klar, was ich gleich mache. Ich werde es gleich erzählen. Hi, Chloe. Check out the Max. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? Dich besuchen? You're such a nosy bitch, Max! Stop right there, Nathan! Make me ho! Max! I got this! Get the fuck out of my face! Ihre Arsch. Das finde ich ja noch in Ordnung. You are so fucking dead! Get off me, bro! Und jetzt ist es für mich klar. Ich muss gestehen, mich interessiert es brennend, was für eine Auswirkung es hat, wenn wir die Pistole haben. Wird Chloe dann nicht erschossen, weil es bloß eine hier im Umlauf gibt in Amerika? Ja, Vorurteil. Klischee. Sehr unwahrscheinlich, dass die Bande, ich sage jetzt einfach mal die Bande, Nathan und der Jefferson bloß eine Pistole haben. Zumal ich mir die gar nicht richtig angeguckt habe beim letzten Mal, was für eine das war. Ist das auch so eine, ja, hier mit Trommelmagazin oder eine richtige Pistole? Die hier ist ja eine Trommelmagazin, so wie die von ich weiß es schon gerade gar nicht mehr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bloß eine Pistole gibt. Ich glaube, Chloe geht beim Schrottplatz immer drauf. Ansonsten müsste er sie bewusstlos machen und mit in den Raum schleppen, dann wären wir zu dritt. Wäre aber eigentlich auch möglich. Also mich interessiert es brennend, herauszufinden, ob es einen Unterschied ausmacht, wenn wir die Pistole haben, ob der Jefferson Chloe nicht abknallen kann. Aber ich kann und will das Warren nicht antun, dass er weiter auf den Nathan eindricht. Das will ich einfach nicht. Wir gucken uns das nochmal an. Allein schon, weil ich zurückspulen will, nochmal die Pistole angucken will.
halten uns raus und jetzt wird's wieder ganz bitter, weil mir das nicht gefällt, wie Warren da den Affen raushängen lässt und den ganz schlimmen Affen und wie Nathan dann einfach zugerichtet ist. Das ist halt wieder so ein Moment, wo er mir richtig leid tut, weil ja, er hat Aua und er heult vor Schmerzen. Ich sag bewusst, er heult, weil es ihm wirklich wehtut, weil es ja auch übel aussieht. You like to hurt people, huh? Like Max? Like Kate? Like me? Huh? Feel this, motherfucker? Jetzt guckt Chloe ganz anders. Max voll erschrocken. Wobei. On me! Please! Please stop! He's down! Hey, come on! Stop! Sorry! Yes, we have to go! Naja, ist glaube ich eine richtige Pistole. Who's the bitch now? Chloe! Ja. Damn, Warren went full alpha on Nathan. Das Affenmensch. And it was good, but scary. Shit, man. This really hurts. Als er schon reinkam, wie Chloe da geguckt hat. Das ist so mies. Das will ich ihm nicht antun, das will ich allen voran auch Warren nicht antun, dass er damit leben muss, dass er ihn so beigehauen hat. I think my face is broken. Insofern. Warren, stop it! Come on! Oh! Oh, my head! Why are y'all looking at me like that, huh? You and you, you're all dead! Let's go, now. Plus, my dad is on his way. You're all fucked. He owns you. Hat er das beim letzten Mal schon gesagt, dass er auf dem Weg ist? Even if Nathan definitely deserved a beating, we should try to be better than that. Zum Beispiel das sowieso. Genau, jetzt gehe ich, so wie er geladen ist. In sein Zimmer. Hm, ja, gute Idee. Naja. Ich würde es sehr gerne wissen, ob es einen Unterschied ausmacht, ob wir die Pistole haben und dann der Jefferson damit nicht Chloe erschießen kann. Aber um ehrlich zu sein, würde ich es wissen wollen. Denn wenn ihr mir dann schreibt, ja, das hat genau den Einfluss. Der Jefferson kann Chloe da nicht umschießen, dann interessiert es mich ja noch brennender, wie das ist. Aber ich will Warren einfach nicht so dastehen lassen, dass er später dann auch nicht sagen muss, oh Mann, ich bin da ganz schön außer mich gewesen. Das tut mir im Nachhinein einfach leid und das denke ich wird so sein. Und insofern will ich das nicht erleben. Einfach weil Warren. Und das muss nicht sein. Brei Nathan muss nicht sein. Wobei, wenn es dann heißt, Chloe wird nicht erschossen, ärgert es mich auch, weil ich will nicht, dass Chloe erschossen wird. Das war intens. Warren, thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you needed me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better, Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse,
I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. So interessant es auch sein mag, dass Warren dabei in Anführungszeichen zu Schaden kommt, ist es einfach nicht wert. Ich habe das jetzt auch wiederholt, ich glaube, es war eindeutig. I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole's gonna help us find Rachel. Or what? You'll actually shoot him? Chloe, do not count on my rewind. Seriously. Obviously, I'm not counting on you. That's why I have a gun. And I might even save you someday. About time. I am so going to hit you. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Ich denke mal, ich bekomme es wieder hin, dass es so gut ausgeht, wie es ausgeht. Wie es ausging. Würde man jetzt die Auswirkungen Wohnmobil beschmieren? Ich bin so schmutzig. Würde man die Auswirkungen jetzt sehen? Also sehen, nicht bloß im Sinne von, an der Scheibe ist jetzt was dran. Würde der Frank darauf irgendwie zu sprechen kommen? Oder wird er sich diesen Spruch mit dem Nicht-Smiley so zu Herzen nehmen und sein Wohnmobil mal waschen? Ich glaube nicht. So now we have to see Frank all the way out here. I don't want to go that way. Aber neugierig, da ist bestimmt auch was Interessantes. The forest seemed quiet. No sign of life. Or deer. Das ist traurig. Kein Krafttier. Ein halbes Dutzend. There might not be any Pan Estates by Saturday. Stopp Pan Estates. Dank der örtlichen Industrie sind die Küsten Arcadia Base ungeeignet für Fische, Vögel und sogar Wale. Es wird Zeit, das Bauprojekt Pan Estates zu verhindern, das zur Zerstörung von Jobs, Leben und Ressourcen führt. Schließen Sie sich dem friedlichen Protest vor dem Hauptsitz von Pan Estates an. Medien und Familien willkommen. Mittag, Samstag, 12. Oktober. Mal gucken, wie viele da noch kommen. Mal gucken, wie viel von Pan Estates noch da ist. This is where my nightmare started. Und da oben ist man dann sicher, weil der Tornado halt hier steuert. No worries, sign. Sie spricht zum Warnschild. Eins und zwei. How can all of this not be connected to a major storm? Eins, zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben. Those beached whales look so awful, but still so majestic. Ich will nur das Foto flackern, Wedelgeräusche hören.
How can all of this not be connected to a major storm? It blows my mind that I was just here with Chloe in an alternate reality. Good thing there are no actual cops around to bust us. Da steht nichts von keine Waffen, oder? Und keine Zeitkraft, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind drei Vierteldutzend. Moment, hier war da noch ein Ball, oder? Ja, genau. Oh, poor little beach ball. Psst. Ja, klar, er ist platt, aber er sieht aus wie einfach nur ein Stück Papier, weil er platt ist. Jetzt kann man an genau das Fenster gucken. Frank doesn't need tinted windows when they're this dirty. Jetzt würde Max sagen, aha, immer noch schmutzig. Auswirkung Schmetterlingseffekt. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Behold, Frank's Beer Garden. Ja. Scherben im Sand. Déjà vu. Take the trash out sometime, dude. Hat er ja. In seine Mülltonne. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Hier plant er seine Let's Plays. Und das sollte Max auch. Oh, fresh meat. So Pompadour must be okay. Good doggy. Can't see inside with this shit blocking the view. Das sind wunderschöne Gardinen. Chloe looks ready to rumble. Na, aber, wir führen das ganze Gespräch und geben den Takt vor. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Doch. Jesus, okay. Okay. Geht doch. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Emily. Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Hast du gar nicht mehr. Das hast du schon. Hilf uns oder sonst. Das ist ein guter Anfang für... Es soll doch ruhig verlaufen. Du verstehst nicht. Klingt irgendwie halbherzig. Das hast du schon. Ist sowas von der falsche Weg. Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank... We didn't come here to fight. This is so much bigger than us. What, you come in peace? After you aimed a fucking gun at me and then pulled the trigger. Na, weil du mir Angst gemacht hast. Uns.
Immer diese Egomanen mit, du hast mir Angst gemacht. Aber, da waren noch gar keine Kugeln, das wusste ich doch, deswegen wollte ich dich bloß erschrecken. Das war unser Versteck und du bist da eingedrungen. To be honest, Frank, you scared me. You held a knife on my friend. I didn't want to pull the trigger. I could tell by the way you held that pop gun, with both hands, like it was a magnum. Or maybe I shouldn't have brought that knife to a gunfight. I only want to shoot with my camera. I swear. Ask Chloe. Look, Frank, Max doesn't need a gun anyway. So are we cool? Please? Okay. We're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Ich hab deinem Hund einen Knochen gegeben, als wir in dein Wohnmobil gegangen sind. Du blöder Arsch, du hast den Hund scharf gemacht. Was soll das? So eine Art Pompidou ist süß. Weiß nicht, ob das was bringen würde. Ich weiß ja, was es bringt, denn ich hab's ja schon einmal gemacht und das habe ich mir auch gemerkt. Und ja. Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, all right, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompidou. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now, especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Jetzt frage ich mich aber gerade, was ich beim letzten Mal gemacht habe, jetzt wo ich das hier so sehe. Du kennst Rachel doch. Rachels Brief ist nicht gut, weil den hätten wir nicht lesen sollen. Insofern ist es doch recht einfach. Du versteckst irgendwas. Was versteckst du? Rückst schon raus. Dein Armband. Du hast irgendwas mit Rachel zu tun. Das. Du verheimlichst doch was. Wir waren in deinem Wohnmobil und haben den Brief gelesen. Hihihi. Frank, you knew Rachel almost better than anybody. And you know more than us. Together we could find her. Do you have anything to lose? When Rachel vanished, I pretty much lost everything. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Hätte er uns anbellen können? Wie Max da steht mit den Händen? Yeah, thanks, Frank. Das ist halt Max. Und das ist auch nicht schlimm. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Hätten wir ihn erschossen, hätten wir aus seiner Tasche den Zettel nehmen können. Hätten wir ihn angeschossen, hätten wir ihn trotzdem durchsucht. Wer würde jetzt noch zurückspulen, nachdem das so gut ablief, um einfach herauszufinden, was dann auch sonst noch passieren könnte? Kette geben. Na, ich sehe gerade, es passt gerade ausnahmsweise mal wunderbar. Wann hatten wir zuletzt mal eine Folge mit sehr nah an 40 Minuten dran? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wichtig, aber es passt gerade und es geht ja bald weiter. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.